Aber es ist zumindest auf uns zurückzuführen. Und hier wird etwas von eurem Orden erwähnt, Kiaras. Wahrlich? Zumindest namentlich wird er genannt. Oh ja, unser Gefeuer in Kesh al-Tarif wird auch erwähnt. Nun, das ist doch etwas. Nun, ich meine, es ist wohl erwartbar, dass der Schah möchte, dass der Ruhm der ganzen Aktion auf sein Konto geht. Er muss ja wohl sein Land auch zusammenhalten. Aber auf der vierten Seite. Solange da drin nichts von Waisenhäusern steht. Der Ptarchin ist tot und sowas steht nicht vorne im Boten. Ja, guckt mal hier auf der fünften Seite, da steht was von Eisinger und hier und den Hüter. Oh, Stygomar! Ah, die haben was veröffentlicht. Beendet das Plündern. War ja klar, ja. Warte, lass mich mal das mal eben überfliegen. Scheinbar sind hier wohl in Neu-Gareth Plünderer unterwegs gewesen. Plünderer, Einbrecher, Schatzsucher, Marodeure, Grabräuber und Leichenflatterer. Ach, hier auch? Hatten wir Waisenmacher nicht angewiesen, die alle aufzuknüpfen? Ja, aber wie viel Mann hatte Waisenmacher, ne? Mittlerweile scheinbar mehr. Ich hoffe, er hat sie alle erwischt, aber naja, wenn die das veröffentlichen, wird es wohl ein Problem gewesen sein, aber sie werden sich schon drum gekümmert haben. Gut, wenn irgendwelche Einbrecher hier gewesen sind, ist denn bei jedem noch alles da? Habt ihr eure Zimmer überprüft? Mein Bärenfell liegt da noch und mein Bett war auch ganz in Ordnung und die Waffen sind auch noch alle da. Das ist erfreulich. Habt ihr eure Bücher überprüft? Ich habe gehört, die sind viel wert. Was? Bücher? Sekunde. Ich stehe auf und stürme aus dem Raum. Also. Mir ist zumindest nichts aufgefallen, was fehlt, aber nun. Und meine Kristalle ist auch niemand gegangen. Denke, Denke, bei dir Voltax. gibt es genug Ruinen, die geplündert werden können, dass sie nicht die bewohnten Häuser als erstes nehmen. Das ist wohl richtig. Steht denn noch irgendwas Interessantes drin oder wieder nur Müll? Naja, Müll ist es nicht, aber etliche Warnungen, dass man davon die Finger lassen sollte. Nur aus gutem Grund, wenn sich wirklich jemand an den Toten zu schaffen macht. Ja, oder sich auch nur an irgendein dämonisch verseuchtes Trümmerstück heranwagt und dann nachher verflucht wird oder getötet wird oder so. Das kann ja auch durchaus passieren. Man weiß ja nicht, was diese abgestürzte Festung noch alles für Schrecken birgt. Andererseits hat die Ingrim-Kirche auch wohl kaum genug Leute zur Hand, um die alleine alle vorzuräumen. Nun, was scheinbar offensichtlich ist, dass dieser Bote uns nicht wirklich viele Informationen liefert und wenn wir welche haben wollen, sollten wir sie lieber erster Hand holen, anstatt nun da herauszulesen. Der Kronprinz wird ja auch mit keinem Wort erwähnt. Vielleicht haben sie alle ihre Journalisten verloren. Oder sie bereiten eine spektakuläre Ausgabe Oder sie hatten der auch nächsten keinen Zugang Ausgabe zu vor. ihm. Wäre auch möglich. Meine, selbst wir wurden nicht empfangen. Wir wurden nicht auf die Schnelle empfangen, aber wir haben innerhalb von einem Tag eine Audienz bekommen. Würde das Ja, wir sind auch dafür verantwortlich, dass diese Festung abgestürzt ist. Das haben wir auch unmissverständlich klar gemacht, nicht wahr? Ist richtig, und wir wurden trotzdem nicht sofort empfangen. Und vielleicht ist der Bote, hat überhaupt keinen Termin gekriegt oder vielleicht erst nach der Krönung. Ach, Sinne sei Dank, alles noch da. Puh, ihr solltet so etwas nicht sagen. Ich wusste ja nicht, ob ihr Bücher. Ich habe dann nur mal in euren Raum gelinst und da standen einige, da habe ich mir vielleicht Ja, Sorgen gemacht. was gemacht? In meinen Raum gelinst? Sicher, dass noch alle Bücher da sind? Vielleicht fehlt ja noch eine Ausgabe, die ihr übersehen habt? Nein, 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 nein. Aber mir ist er doch Schwarzmagier. Ich bin kein Schwarzmagier. Ich verwehre mich gegen diesen Vorwurf. Natürlich, verzeiht. Ich meine, Haben die ihr euch noch habt nicht doch bei Schwarzmagiern aufgenommen? gelernt. Moment, Moment, Moment. Künst. Wie ist jetzt eure Gildensituation genau, Abelmir? Ich habe euch nicht gefragt. Ich gehöre immer noch zur erlesenen grauen Gilde des Geistes. Ich stehe momentan unter Disliberatio, aber ich bin immer noch ein ehrenwertes Mitglied der grauen Gilde. Ich glaube, der Fachbegriff ist werdender Schwarzmagier. Das Aha. ist eine Unverschämtheit. Das Wir in könnten ihn ja eurem Mund. herausfordern. Zu einem Duell.
Ich denke, wir haben Besseres zu tun, als sich mit solch einem unnützen und dummen Zeug zu beschäftigen. Und jetzt, ihr habt doch bei diesen Schwarzmagiern gelernt, in Alanfa oder so? Bei den Signismagiern. Das ist richtig. Gut, dann sag mir doch, was haltet ihr von diesem Wilhelm-Artikel hier? Über die Untoten, die eine Taverne betreiben? Was? Untoten? Das ist ja wohl... Das kann doch wohl nicht wahr sein. Untote sind tumbe Kreaturen ohne Geist. Wie können die denn sich den Herausforderungen der Buchhaltung alleine stellen? Ah. Aber es gibt doch Geister, nicht wahr? Sicherlich, aber... Hätte man mit solchen nicht reden? Ihr habt doch einen Geist schon kennenlernen. Erinnert euch ja, an genau. Jolgomak? Kann ein Geist rufen? Dieser gestrandete Arche. Ja, genau. Vielleicht ist da ein Geist am Werk und nun, wir hatten ja gerade eben darüber schon geredet, dass man eventuell die Untoten ausfragen könnte, aber vielleicht könnte man ja Geister ausfragen. Ich kann gerne einen Geist rufen, so ist das nicht. Ja, nicht hier, aber wenn wir dort sind. Wir wollen nach Wehrheim? Dies ist mit einem gewissen Risiko verbunden, müsst ihr wissen. Gequälten Geist nun, Untoten es ist auch sollte ein, man ruhen lassen. Es ist auch ein gewisses Risiko, überhaupt erst dorthin zu gehen und ich denke nicht, dass dort irgendwelche Toten ruhen. Sagt einmal, habt ihr euch den Artikel überhaupt durchgelesen? Findet ihr nicht, dass das eher wie ein Schauermärchen klingt, das jemand aufgeschrieben hat? Das klingt wie dummes Gewäsch. Ich frage aber mir nur, was an der Sache dran sein kann. Nun, es ist im Bereich des Möglichen. Ob es nun wahr ist oder nicht, das kann ich auf diese Entfernung natürlich nicht beurteilen. Nun ja, also so wie ich das verstehe, sind Untote immer noch mit einem bestimmten Ziel gerufen. Also sie müssen einen Befehl von ihrem Nekromanten bekommen. Und der Befehl wird doch wohl kaum sein, betreibt ein Wirtshaus. Nun, es gibt Untote und Untote. Aber ich glaube, so wie ich das verstehe, werden diese Untoten doch einfach nur so gerufen. Vielleicht machen sie einfach nur das weiter, was sie in ihrem Leben getan haben. Ach, guck doch mal was die Unterschrift denn? Hier an. Da steht, gehört an einem Lager von Lagerfeuer von einem dapatischen Fuhrmann. Der erzählt uns Seemann? Landmannsgarn? Warum drucken sie es dann? Naja, warum musste die Ausgabe noch voll werden? Diese ganzen Danksagungen aus dem gleichen Grund vermutlich. Sie hatten nicht genügend Material für einen kompletten Boten. Denke ich auch. Die haben einfach wieder die Ausgabe vollgemüllt. Ja, warum können sie dann nicht von uns schreiben oder von Ormilles oder von, ich weiß nicht. Vielleicht sind alle Redakteure gestorben und nur irgendwie die Reinigungskraft ist übrig geblieben. Und deswegen steht jetzt so etwas im Boten. Also wenn die Reinigungskraft übrig geblieben wäre, wäre der Bote nicht zugemüllt. Und warum liest sich in dem ganzen Ding kein einziges Wort vom jungen Selindian? Sagt, ist irgendeinem von euch in letzter Zeit ein Redakteur oder sonst ein Schreiberling begegnet, der uns ausgefragt hat? Nein, sonst hätte ich ihn vermutlich erwürgt. Haben wir euch? Eben jenes. Wir wurden niemals gefragt. Ich denke nicht, dass irgendwer weiß, was geschehen ist. Einmal habe ich mit einem dieser Redakteure gesprochen, aber das ist lange her. Ich hatte auch, glaube ich, mal ein Gespräch mit einem vom aventurischen Boten, aber... Oh, und Ragnar hat auch für den Boten geschrieben. Ja, aber nicht mehr, seit wir von hier aus nach Aranien aufgebrochen sind. Ich bezweifle, dass irgendwer vor uns hier angekommen ist, um eine detailreiche Auskunft zu geben, was überhaupt vorgefallen ist. Was sind das für Zeiten, in denen die Nachrichten langsamer hier sind als wir? Dunkle Zeiten voller Untoten und Dämonen. In gewisser Weise bin ich froh, dass wir nicht im aventurischen Boden stehen. Wer weiß, wer das alles lesen mag. Leute, Abelmir, das ist der Zweck daran. Je weniger die Leute wissen, desto besser ist es manchmal. Gut, da spricht ihr ausnahmsweise mal ein wahres Wort. Vielleicht so ausnahmsweise. Naja, sonst haben wir doch eher konträre Meinungen. Zur Wahrheit oder zur... Ja. Zu Wissen? Manchmal sowohl das eine als auch das andere. Ja, das mag könnte sein. Durchaus sein, dass wenn Leute von uns erfahren und von dem, was wir... überwiegend tun, dass sie versuchen könnten, uns zu behindern oder gar nicht einverstanden sind mit dem, wie wir es tun und sich uns in den Weg stellen.
Ja, oder so wie diese Frau in Romulus einen Anspruch auf unser Tun erheben und dann gibt es nur weitere Probleme. Eben jenes. Oder halt, dass jemand wieder eine Schwachstelle sucht und uns erneut verklagt für irgendetwas, was nicht wahr ist. Meine Freunde, vielleicht sollten wir unter Augenlicht vielleicht auf die bevorstehende Unterhaltung mit der Reichsverweserin richten. Was wollen wir ihr erzählen? So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Vielleicht sollten wir auf jeden Fall eine gemeinsame Strategie einigen. Ja, die sollten auf jeden Fall erwähnen, dass wir dafür verantwortlich sind, dass Aranien jetzt Korn schickt. Ich denke, das ist etwas, das unseren Standpunkt ganz gut untermauert und uns halt. Ich denke auch, Boltax hat recht, wir sollten uns einfach darauf fokussieren, was wir erreicht haben und dass wir nun bald aufbrechen werden in Richtung Dapazien, um dort die dortigen Paktierer, um uns zum Wehrheim zu kümmern, um dort mal einen Lagebericht einzuholen. Wir sollten ihr vermitteln, dass wir keine Gefahr für die Herrschaft ihres Sohnes sind. Was passiert, wenn genau er uns einen anderen Auftrag gibt? Dann lehnen wir dankend aber bestimmt ab. Ich glaube nicht, dass wir so einfach einen Befehl oder eine Bitte der Reichsverweserin ablehnen können. Dann kommt es ganz darauf an, was es für eine Aufgabe ist, wenn sie gar wichtiger sein kann, als einen weiteren Heptarchen zu bekämpfen, dann müssen wir darüber diskutieren. Abelmir, das müsst ihr mit euch ausmachen, aber der Mannstrahl lässt sich auch vom Kaiser nicht herumscheuchen. Eben drum. Ich denke, also... Seid ihr nun vom Mannstrahl oder seid ihr ein Geweihter? Ich bin ein Geweihter vom Mannstrahl. Was ist das wichtiger? Eine schließt das andere nicht aus. Das bringt uns doch jetzt aber gerade nicht weiter, wenn wir überlegen wollen, wie wir strategisch an das Gespräch mit Alara rangehen. Wie soll ich festlegen, was wir nicht erzählen wollen? Also, alles außer, dass wir Korn besorgt haben, dass wir diese Alte da umgebracht haben. Wir Romulus haben. Ja, Romulus können wir auch noch erwähnen, ist aber glaube ich weniger wichtig. Und dass wir jetzt bald aufbrechen und keine Zeit haben und jetzt eigentlich direkt auf dem Sprung sind. Und wo soll ich denn natürlich sichern, dass wir dem neuen Herrscher gegenüber loyal sind? Richtig, dass wir ihrem Sohn seine verdiente Aufwartung machen wollen. Enkel. Wieso seien die eigentlich hier alle über 85 Ecken verwandt? Ja, furchtbar. Wer ist denn jetzt mit wem verwandt? Ach, er oder sie und dann ist sie mit dem verwandt und dann sie den... Ach, ist das nicht diese Frage nicht. Ähnlich? Das ist furchtbar. Es ist doch egal. Wir müssen halt nur darauf achten, dass wir im Gespräch mit ihr nicht das Falsche sagen. Ist sie Alanfanerin? Ja. Sie ist eine Paladin. Ja, okay. Bedeutet das, dass sie Raffin Befehle geben kann? Die Basaltfaust folgt nur der Basaltfaust. Was ist aus euren alanfanischen Großreichsfantasien geworden? Müsst ihr die nicht gerade grinsend in der Ecke sitzen und uns allen sagen, ich hab's euch doch gesagt? Also, nicht, dass ich sagen möchte, dass eine Opaligan so viel Macht zu geben eine schlechte Idee ist. Jedoch weiß ich nicht, was der Großmeister dazu sagt und bis ich seine Meinung weiß, kann ich so etwas weder unterstützen noch abstreiten. Und ich stelle die Frage klar in den Raum. Laufen wir Gefahr, dass ihr einen Brief aus Alanfar kriegt, der sagt, spurt und hört auf die Frau? Ja. Wahrscheinlich nicht, denn Alanfar ist weit weg. Sie werden sich wahrscheinlich aktuell eher darüber freuen, dass Aranien wieder frei ist und der Stadt Korn liefern kann. Und denn das ist, was die schwarze Perle am meisten braucht und am wenigsten herstellen kann. Das ist genau die gleiche Gefahr, wie wenn ein neuer Großmeister bei euch gewählt wird und der Bandstrahl euch den Befehl gibt, irgendetwas zu tun. Ihr werdet es auch befolgen. Sollte ich bezweifle, dass Goldo Paligan irgendein Interesse an Alara hat. Dies soll kein Vorwurf sein, Rafim. Es ist nur die Frage, womit wir rechnen müssen. Ich denke nicht, dass man in der Heimat sie derart unterstützen wird. Zumal so ein großer Machtschub in die Richtung der Familie Paligan vielleicht zu Hause noch, sagen wir mal, unfreundlicher aufgenommen wird, als ihr das vielleicht aufnehmt. Also vor allem in der Familie Paligan, denn nun ein Patriarch hat ungerne Rivalen. Ja, also wenn ich das richtig sehe, Jaras euch kann sie nichts befehlen. Afim, eventuell kann sie euch etwas befehlen. Nein, sie kann mir nichts befehlen. Die einzigen, die mir Befehle geben, ist die Basaltfaust selbst. Und ja, aber wenn sie so ein Schreiben von der Basaltfaust hat, wo drauf steht. Die Basaltfaust folgt ausschließlich dem Anführer Alanfas. Sollte der mir einen Befehl geben, werde ich den ausführen. Ja, was sie mir sagt, ist unwichtig.
In Ordnung. Aber mir, ihr seid ein Ritter des Reiches, nicht wahr? Ehrenritter des Haus Garret, nicht richtig. Ja, damit wird sie euch wahrscheinlich Befehle geben dürfen. Wir sind alle Ehrenritter des Haus Garret, bin ich erinnert. Ich bin aber bereit, diesen Titel abzulegen, sollte das nötig sein. Also wir können dann solchen Titel nicht ablegen. Also ich bin gar kein Ritter. Ich bin Bolter. Ich kann ihr aber sagen, dass sie mich mal gerne haben kann. Dann wird sie mir den Titel aberkennen und ich muss ihren Befehlen nicht folgen. Dann würdet ihr aber als ehrloser Hund dastehen und niemand würde jemals wieder ein ehrliches Wort mit euch wechseln. Zumindest niemand, mit dem es wert ist zu reden. Da das im Mittelreich wäre und wir vermutlich sonst sehr große Gefahren auf das Mittelreich zukommen lassen würden, wäre ich bereit, diese Gefahr einzugehen. Ja, dann kann sie euch etwas befehlen, vermutlich. Weil ihr auch sie kann selbstverständlich den Rat des Lichts petitieren, den Bannstrahl einen entsprechenden Befehl zu erteilen. Gut. Isarun euch wahrscheinlich ebenso. Ihr seid ja in der mittelreichischen Armee einem Posten. Nein, nicht mehr. Ich gehöre jetzt dem Orden der Pfeile des Lichts an. Ich habe natürlich immer noch meinen militärischen Rang. Ja. Aber bei mir ist es ähnlich. Sie müsste zuerst den Ordenshochmeister Valdor Vosslaren petitieren und dort ersuchen, dass ich auf einen bestimmten Auftrag geschickt werde. Das kann sie lange warten. Ja. Ja, richtig. Abgesehen davon, selbst wenn es zur Sprache käme, die Bürokratie malt langsam. Also sind wir uns einig, dass sie uns einen Großteil von uns theoretisch zwar auf lange Sicht etwas von uns abbringen könnte, aber zumindest kurzfristig wie auf das Scheißen, was sie sagt. Ja. Wie vulgär ihr euch immer ausdrückt, aber ja. Nun, wir sind Mitglieder im Rat der Helden und wir haben einen Auftrag im Rat der Helden. Solange sie diesen nicht überstimmen oder übervorteilen kann. Ich will nicht sagen, aber der Rat. Angesichts der Tatsache, dass der Rat der Helden in Eisingers Kohlekeller tagt, ist davon auszugehen, dass er bereits überstimmt wurde. Nun, angesichts davon, dass sie immer noch so ziemlich die gesamte Stadt regieren und Alara in ihrem Palast jetzt nichts tut. Wir sollten mit Weisen mal versprechen. Ich will nicht sagen, ich befürchte nur, der Rat der Helden hat, sobald sie das entscheidet, keine Legitimität mehr. Das ist allerdings zu befürchten. Deswegen werden wir es nicht ansprechen und nur, wenn es absolut nötig ist. Ich nehme an, es ist einfach so, dass die Kaiserverweserin oder wie auch immer sie heißt, wenn sie ihren Sohn bequatscht und sagt, er soll das auflösen, dann werden wir keine Wahl haben, als das zu akzeptieren. Sollte Selinian Haar wirklich der rechtmäßige Kaiser sein, ist dies auch technisch gesehen Hochverrat. Seht ihr? Dann machen wir das einfach nicht. Gut, also haben wir jetzt unsere Strategie besprochen. Wer spricht denn mit ihr? Weil ich bin dagegen, dass wir alle mit ihr sprechen, weil wir uns bestimmt ganz fürchterlich verquatschen werden. Und dann werden die Wirte mein Gäste und ich dies wohl tun. Wir kennen uns mit den mittelreichischen Gepflogenheiten wohl am besten aus. Lasst euch nicht von ihr reizen. Ich doch nicht. Und macht keine Versprechen und guckt ihr nicht in die Augen und esst nichts und fasst einfach nichts an. Aber es wäre doch sehr unhöflich, ihr nicht in die Augen zu sehen. Ja, und wenn da Sachen liegen, die lecker sind, dann nimmt man schon mal ein bisschen. Die sind wahrscheinlich alle vergiftet und wenn ihr in die Augen schaut, werdet ihr vielleicht versteinert oder so. Behaltet also eure Augen und sämtliche eure Gliedmaßen bei euch. Die ist ja kein Basilisk oder so, also... Man kann nie wissen. Ihr müsst doch nicht alle anfranische Sitten auf Garret übertragen. Sie ist nicht so ganz garisch wie der Rest hier. Das mag ja sein, aber sie muss sich an die Etikette halten. Also, und ich meine, ich kenne sie ja noch von früher. Sie hat mich nie vergiftet. Das nicht, dass ihr es wüsstet. Nicht, dass ihr es wüsstet. Vielleicht wart ihr auch einfach immun dagegen, wer weiß. Ich bin ein Zwerg, ich bin gegen viele Gifte immun. Vielleicht hat sie eins von diesen Mehrkomponentengiften. Würde ihr auch zutrauen, euch ein Gift zu geben und euch noch am gleichen Abend das Gegengift zu geben, solange ihr euch so verhaltet, wie sie es wünscht? Also sie würde euch vergiften und euch heilen am gleichen Abend. Warum sollte sie das tun? Weil das so braucht ist, ne, einfach. Ich sag ja schon, übertreibt nicht alle Anfahr auf Garret. Wir haben sie bereits einmal getroffen, und zwar bei unserem Ball, und sie war sehr alanfanisch. Sie war beleidigt, dass wir keine Intrige für sie hatten. Genau.
Hättet ihr euch nicht einen aus dem Ärmel schütteln können? Keine Ahnung. Schlechte Intrige ist noch schlechter als gar keine. Ich bin mir ziemlich sicher, dem Herrn Preuers gefällt es ebenso, noch sehr viel weniger falsche Hinterlist vorzutäuschen, als echte Hinterlist zu haben. Nun, dieses Mal ist unsere Hinterlist, dass wir so schnell wie möglich abhauen wollen, um Drachen zu töten. Ja, Drachen töten, das ist gut. Ja, wir werden uns strikt an die Fakten halten und sie darüber informieren, dass wir gedenken, nach Labarzien zu gehen, um dort nach dem Rechten zu sehen und wenn möglich den schwarzen Drachen zu stellen. Vielleicht auch die verstorbene Kronprinzessin zu bergen, ihren Körper. Nur, damit dass das noch einmal für alle klar ist. Ich erwarte, dass keiner von euch die Kronverweserin anlügt. Verstanden? Und ich erwarte von euch, dass ihr die Etikette beachtet. Bitte, Abelmir. Ich bitte euch nicht zu viel zu erzählen. Also, wir dürfen sie nicht anlügen, wir dürfen nicht zu viel erzählen, wir sollen die Etikette beachten. Noch etwas? Wenn sie euch... Wir sind nach Aranien gegangen, Oran ist befreit, Viniona ist tot, auf dem Weg zurück haben wir Romulus befreit, das ist wieder unter kaiserlicher Herrschaft, und wir machen uns jetzt auf den Weg, einen Drachen zu töten. Fertig. Finde ich gut. Wenn sie euch fragt, ob ihr natürlich die Treue zu ihrem Enkel schwört, würde ich sagen, dass wir immer bereit sind, Treue zum wahren Kaiser des Mittelreichs zu schwören. Naja, ich sage, ich bin ein Zwerg und ich bin dem Hochkönig treu ergeben. Ja. Wir sind natürlich nur dort, um den Kaiser von den Errungenschaften seines Reiches zu erzählen. Was auch wahr ist. Damit habt ihr einen Plan. Ein paar Stunden habt ihr noch, um genau zu sein, 4. Was wollt ihr in der Zeit tun? Habe mir. Ich würde mich zum Zirkel der freien Wissenschaften begeben und benötigte Ingredienzen, die Isarun für mich aufgeschrieben hat, anfordern. Ja, besorgen. Irgendwas Spezielles dabei? Irgendwas, was man so sonst nicht bekommen könnte? Ich denke nicht. Also ich glaube, wir wollten einfache Heiltränke und Waffen zusammen brauen. Und ich glaube nicht, dass da exotische Zutaten für erforderlich sind. Ja, also du kannst die Rohzutaten für Heiltränke und auch Waffenbalsam kannst du doch allesamt erwerben. Du hast auch einen relativ guten Ruf dort. Das heißt, die Leute werden dich kennen, auch wenn du selbst dort nicht, wenn du die Leute, die dann vor dir stehen, selber nicht kennst. Aber sie kennen dich wohl, sie wissen wohl von dir und man spricht hier wohl sehr gut von dir, was dir vielleicht zu denken gibt. Du bist froh, dass Isarun nicht neben dir steht, die dich mit einem skeptischen Blick anblickt. Aber du kannst all die Zutaten bekommen und das ist dann die Geschichte, die du am Ende Isarun erzählst. Wunderbar. Also in rauen Mengen kannst du tatsächlich alles bekommen, was du haben willst für, ja, beliebig viel. Musst du halt nur selber brauen. Ja, das ist schon klar. Gut, dann kannst du dir auch sowas wie eine kleine Schubkarre oder sowas mieten, wirst du das sicherlich auch bekommen. Oder Träger, ja. So weiß ich nicht, 5, 6 kleine Straßenkindern oder sowas. Gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Kommt. Nicht, dass du die Falschen anwirbst. Ich kenne da jemand, der hat schon Patzer gewürfelt. Das war nicht mal Patzer damals. Ja, also auch wenn 13 Sternchen übrig geblieben sind, du kannst dann beliebig viele Kinder anwerben, musst die auch gar nicht bezahlen, die freuen sich einfach, dass sie einem Erwachsenen helfen dürfen, kannst ihnen dann währenddessen noch die Geschichte erzählen, wie du Galotta in seinem Thronsaal besiegt hast, die gruseln sich natürlich total, aber du hast viel Spaß, die Kinder haben viel Spaß und du bekommst die Rohzutaten dann umsonst in deine Remise geliefert. Wunderbar, ich würde die gleich in den Keller schaffen, wie gesagt. Ja, genau. Also erstmal wird es da abgestellt und dann kannst du in dem Laufe der 4 Stunden kannst du dir dann runterbringen in den Keller, wo du vielleicht auch auf Boltax triffst, der da seinen Kristallen beim Wachsen zuguckt. Boltax? Ja. Genau. Ich würde tatsächlich weiter Kristallzucht betreiben und ansonsten schön in dem Büchlein schmökern, was ich mitbekommen habe beim letzten Besuch im Octagon Tempel. Mhm, gut. Ja, 4 Stunden hast du natürlich ein bisschen Zeit da, die Sachen dann dir anzulesen, anzueignen. Das ist natürlich immer noch eine Fremdsprache, aber du beherrschst sie natürlich auch ein bisschen besser. Bist ja schon etwas älter. Isarun.
Isarun legt sich erst einmal ihre letzten Unterlagen für die Magusarbeit zurecht, denn sie hat heute Nachmittag einen Termin deswegen. Verstaut das dann alles sehr ordentlich auf ihrem Schreibtisch, sodass sie es gleich oder später nur noch mitnehmen muss und begibt sich dann in den Keller, um sich einmal das Alchemielabor anzusehen. Wie gut das ausgestattet ist, was da vielleicht noch gemacht werden muss. Ja, du kannst dir das schon mal ansehen. Auch da hat wohl schon Beutax ein bisschen gewühlt. Du siehst, wie Abelmir dann im Verlauf des Vormittags die ein oder anderen Fläschchen hoch und runter bringt. Erzählt dir wohl irgendwas von Kindern. Und das ist veraltet, verstaubt. Du musst sicherlich noch einige Gläser nachkaufen, einige Reagenzgläschen, Erlenmeyerkolben, all das, was man eben so braucht. Du siehst auch, wie es dort zwei Kamine gibt mit Abzug. Also es ist perfekt ausgestattet, beziehungsweise es könnte eben perfekt wiederhergerichtet werden zu einem hochwertigen Labor. Du überlegst kurz, von wem du das übernommen hattest. Von Wertling war damals der Name. Den hattet ihr ja auch. Zumindest die anderen Helden hatten ihn damals in Yhorlgurma kennengelernt. Du warst ja noch nicht dabei. Hast aber in den Berichten davon gelesen. Gut, jetzt habt ihr ihn gestellt. Warum auch immer er ein solches Labor hatte, weißt du nicht genau. Aber auch er hat das wohl nicht errichtet, dieses Gebäude, sondern auch nur übernommen. Zumindest ist wohl alles da, da braucht man nur noch wenige Handgriffe, ein bisschen wenig Geld in die Hand nehmen und dann ist es ein tatsächlich sehr, sehr gutes Alchemielabor. Dann würde ich mir einfach mal eine Liste machen und aufschreiben, was noch alles fehlt und diese mir dann einstecken, damit ich später mir Empfehlungen von Handwerkern einholen kann, die solche Sachen herstellen. Gut. Ja, bist du auch den ganzen Tag beschäftigt. Du kannst mal schon mal eine Alchemieprobe würfeln, wenn du willst. Eine Theorieprobe. Mhm. Nicht, dass da irgendwas vergessen wird. Kiaras. Ja, also noch habe ich nicht genug Zeit, andere Tempel zu besuchen, aber da ich ja so ziemlich die ganze Nacht im Raya-Tempel verbracht habe, gehe ich mal davon aus, dass ich meine Vorräte wieder aufgefüllt habe. In allem geweihten Zeug, was ich brauche. Rosenwasser, Tarf. Ja. Und ich vermute mal, ich werde zunächst ein bisschen meinen Rausch noch ausschlafen. Ich habe in der Nacht wenig Schlaf bekommen, ich war beschäftigt. Und danach lasse ich es mir noch ein bisschen gut gehen und mache ich mir so richtig vorbereiten, darauf in einen Palast zu gehen. Also richtig schön wieder dich herrichten. Rasur, ein wenig Körperpflege betreiben. Ja, gut. Hört sich gut an.